Es ging eigentlich schon relativ früh los, als es mit Corona anfing, hier auch in Ramstein, als man es gemerkt hat, als die ersten Maßnahmen kamen, als es umgesetzt wurde, als wir auch als Glaubensgemeinschaft, als Kirche uns nicht mehr versammeln durften, haben wir relativ schnell gemerkt, okay, das ist was Größeres. Und wir haben auch relativ schnell die Verantwortung gespürt, als Gemeinde hier in Ramstein, als Teil der Gemeinde irgendwie tätig werden zu müssen und haben relativ schnell Kontakt aufgenommen, auch mit der Verbandsgemeinde, mit Ralf Heschler und haben unsere Hilfe angeboten. Haben gesagt, wir wollen tätig werden, wir wollen in der Gemeinde irgendwie unsere Hilfe anbieten, wir wollen mit anpacken. Wir haben relativ schnell dann eine WhatsApp-Gruppe gegründet und haben die Freiwilligen quasi dann in die Gruppe hinzugefügt und so tun wir quasi alles jetzt über diese Gruppe organisieren. Wir handhaben das aktuell so, dass wir in der Gruppe zwei Organisatoren haben, einmal den Benjamin Roth und ich. Wir gemeinsam koordinieren quasi das Ganze. Wenn zum Beispiel sich jemand bei uns meldet, der Hilfe benötigt, einen Einkauf, vorwiegend oder überwiegend sind es natürlich ältere Menschen, auch als Risikogruppe, die melden sich bei uns, bei mir oder bei ihm und wir nehmen dann den ersten Kontakt auf. Wir fahren dann vor Ort, reden mit diesen Menschen, dass sie auch gerne, gerade jetzt in dieser Zeit, wo soziale Kontakte sehr angeschränkt sind, einfach nur reden möchten. Wir halten ein Gespräch mit ihnen, aber wir sprechen mit ihnen, knüpfen so die Kontakte so ein bisschen. Und dann schauen wir, was zu machen ist, wie groß die Arbeit ist, in welchem Umfang die Arbeit erledigt werden muss. Und dann tun wir quasi bei uns in der Gruppe, dann in der WhatsApp-Gruppe, dann die Leute koordinieren, fragen nach, wer Zeit hat, wer Möglichkeit hat, wer sich speziell zum Beispiel in der Gartenarbeit, wer dort tätig werden will oder wer dort was machen möchte. Und so koordinieren wir dann die Leute, geben dann die Nummern weiter, die melden sich dann bei diesen Personen, machen auch wieder eine Kontaktaufnahme mit diesen Personen, gehen dann hin, reden mit diesen Personen, tun dann die Arbeit durchführen und so läuft das quasi alles über uns. Wir koordinieren das und dann haben wir so ein bisschen die Übersicht. Wir fassen auch alles auf, was wir gemacht haben. Wir schauen, wo waren wir zuletzt, bei welcher Person, melden uns nochmal vielleicht nach einer Woche, fragen nach, gibt es vielleicht etwas noch, was wir machen können? Haben Sie vielleicht noch etwas, bieten Hilfe an, wo vielleicht in erster Linie gar nicht als Anfrage kommt, dass wir zum Beispiel, wir hatten einen Fall, wo wir einkaufen waren. Und der Garten sah halt relativ, sag mal, verwildert aus oder relativ vernachlässigt. Und haben wir auch gleich gesagt, wir können auch gerne im Garten ein bisschen was machen. Wir können Rasen mähen, wir können das Unkraut ein bisschen jäten. Und die Hilfe wurde dann angenommen. Und da haben wir direkt Leute mobilisiert und es wurde umgesetzt. Wir schauen, dass wir, wenn wir Kontakt mit den Personen haben, auch bei der Erstkontaktaufnahme, wir tragen immer Mundschutz. Wir desinfizieren unsere Hände davor oder auch währenddessen, wenn wir dort vor Ort sind. Natürlich, wenn wir jetzt im Garten arbeiten, tragen wir keinen Mundschutz. Aber sobald wir mit der Person näheren Kontakt haben, ein Gespräch führen oder irgendwas in diese Richtung entsteht, dann ziehen wir unseren Mundschutz an, wir halten unseren Abstand ein. Wir versuchen nicht zu nah an die Person heranzukommen. Und wir gucken auch zum Beispiel beim Einkauf, dass wir rufen vorher schon an. Die Personen sollen alles vorbereiten, einen Einkaufskorb mit Einkaufsliste alles bereitlegen. Meistens ist es dann so, dass wir quasi nur noch hinfahren und den Einkaufskorb mitnehmen und dann, wenn wir zurückkommen, klingeln, Bescheid sagen, den Einkaufskorb hinstellen. Also im Prinzip funktioniert das nahezu kontaktlos. Die Bezahlung ist meistens im Nachhinein. Wir bringen dann quasi den Kassenbon mit und dann wird bezahlt. Viele legen auch vorher schon ein Geld mit dazu, auf Vertrauensbasis. Und dann tun wir quasi dann das Rückgeld, was übrig bleibt, gerade dazu zum Einkauf legen und dann vor die Tür stellen. Wir wollen diese Nachbarschaftshilfe nicht mit dem Ende der Krise, mit dem Ende der Pandemie aufhören lassen, sondern wollen auch später, wenn wir die Möglichkeiten haben, uns zusammenzusetzen, wieder zusammen zu planen und zu organisieren, auch das alles zu erweitern, alles etwas größer zu machen, das Angebot vielleicht zu erweitern, vielleicht irgendwie in bestimmten Bereichen auch zum Beispiel. Da hatten wir auch schon das Gespräch, dass wir vielleicht zum Thema Hausmeistertätigkeiten auch dann irgendwie, wir haben viele Fachkräfte in unseren Reihen, wo wir auch diese mobilisieren könnten, auch einfach wirklich Dienstleistungen anbieten auf ehrenamtlicher Basis. Und genau in diese Richtung wollen wir dann auch weitermachen nach Corona. Wir wollen Hilfe anbieten, wir wollen die Nachbarschaftshilfe ausbauen, wir wollen einfach da sein für die Menschen, weil die Menschen verschwinden ja nicht mit Corona, sondern sind nach wie vor da.